Die Lichter von Hans Christian Andersen. Es war einmal ein großes Wachslicht. Es wusste wohl, was es war. Ich bin in Wachs geboren und in einer Form gegossen, sagt dasselbe. Ich leuchte heller und brenne länger als andere Lichter. Mein Platz ist auf dem Kronleuchter oder auf einem silbernen Leuchter. Das muss eine schöne Stellung sein, sagt das Talglicht. Ich bin nur von Talg, nur ein gezogenes Licht. Aber ich tröste mich damit, dass das doch immerhin ein wenig mehr ist, als ein Küchenlicht zu sein. Das wird nur zweimal eingetunkt. Ich bin achtmal eingetunkt, um meine anständige Dicke zu bekommen. Ich bin zufrieden. Gewiss ist es feiner und glücklicher, so gestellt zu sein, dass man im Wachs und nicht im Talg geboren ist. Aber man bestimmt ja nicht selber über seine Stellung in der Welt. Sie kommen in der Staatsstube auf den Kronleuchter, ich bleibe in der Küche. Aber das ist ein guter Ort, von dem das ganze Haus seine Speise bekommt. Aber es gibt etwas, welches wichtiger ist als Speise, sagt das Wachslicht. Ich meine, die Geselligkeit. Sie strahlen sehen und selber strahlen. Hier im Hause ist diesen Abend ein Ball. Ich werde nun ehestens mit meiner ganzen Familie abgeholt werden. Kaum war das gesagt, als alle Wachslichter abgeholt wurden, aber auch das Talglicht kam mit. Die Frau nahm es selber in ihre feine Hand und trug es hinaus in die Küche. Da stand ein kleiner Knabe mit einem Korb, welcher mit Kartoffeln gefüllt wurde, und auch ein paar Äpfel kamen hinein. Und das alles gab die gute Frau dem armen Knaben. »Da hast du auch noch ein Licht, mein kleiner Freund«, sagte sie. »Deine Mutter sitzt die ganze Nacht bei der Arbeit. Die kann es gewiss brauchen.« Die kleine Tochter des Hauses stand daneben, und als sie die Worte hörte, die ganze Nacht, sagte sie mit innerlicher Freude, »Ich soll auch diese Nacht auf sein. Wir sollen einen Ball haben und ich bekomme die großen roten Schleifen an.« Wie strahlte ihr Gesicht. Das war Freude. Kein Wachslicht kann glänzen wie zwei Kinderaugen. »Das ist hübsch zu sehen«, dachte das Talglicht. »Das vergesse ich nimmer. Und das sehe ich wohl auch niemals wieder.« Und nun wurde es in den Korb gelegt, unter den Deckel, und der Knabe ging damit fort. »Wo soll ich nun hin?« dachte das Licht. »Ich soll zu armen Leuten, bekomme vielleicht nicht einmal einen Messingleuchter, während das Wachslicht in Silber sitzt und die feinste Gesellschaft sieht. Das war nun mal mein Schicksal, Talg und nicht Wachs zu sein.« Und das Licht kam zu den armen Leuten, einer Witwe mit drei Kindern, in einer niedrigen Stube, dem reichen Haus gegenüber. »Gott segne die gute Frau für ihre Gabe«, sagt die Mutter. »Das ist ja ein schönes Licht. Das kann die ganze Nacht hindurch brennen.« Und das Licht wurde angezündet. »Pfui, pfui«, sagte es. »Das war ja ein garstig riechendes Schwefelholz, mit dem sie mich da anzündete. So etwas bietet man dem Wachslicht drüben im reichen Haus gewiss nicht an.« Auch drüben zündete man die Lichter an. Sie strahlten auf die Straße hinaus. Wagen mit geputzten Ballgästen rollten heran. Musik erklang. »Nun fangen sie da drüben an«, bemerkte das Talglicht und dachte an das freudestrahlende Gesicht des kleinen reichen Mädchens, welches heller strahlte als alle Wachslichter. »Der Anblick wird mir nimmer wieder.« Da kam das kleinste von den Kindern in dem Haus der armen Witwe, ein kleines Mädchen war's, die fiel Bruder und Schwester um den Hals. Sie hatte etwas ganz, ganz Wichtiges zu erzählen, und das musste sie ganz leise sagen. »Wir sollen heute Abend, ja, denkt nur, wir sollen heute Abend warme Kartoffeln haben.« Und ihr Gesicht strahlte vor Glückseligkeit. Das Licht fiel gerade auf dasselbe. Es sah eine Freude, ein Glück, das ebenso groß war wie in dem reichen Haus, wo
wo das kleine Mädchen sagte, wir sollen heute Abend einen Ball haben und ich bekomme die großen roten Schleifen an. Ist es denn ebenso viel, warme Kartoffeln zu bekommen? Dachte das Licht. Hier ist ja ebenso große Freude bei der Kleinen. Darauf nieste es, das heißt, es spritzte. Mehr kann ein Talglicht nicht tun. Der Tisch wurde gedeckt, die Kartoffeln verspeist. Oh, wie das schmeckte! Es war ein rechter Festschmaus. Und nun bekam jedes Kind noch einen Apfel. Und das jüngste Kind sagte den kleinen Versherr, du guter Gott, ich danke dir. Heut gabst du wieder Speise mir. Amen. Habe ich das nicht hübsch gesagt? Rief dann die Kleine. Danach musst du nicht fragen. Und das musst du auch nicht sagen, erwiderte ihr die Mutter. Du sollst nur allein an den lieben Gott denken, der dich gespeist hat. Die Kleinen gingen ins Bett, bekamen einen Kuss und schliefen gleich ein. Und die Mutter saß und nähte bis spät in die Nacht, um ihr Auskommen für sie und für sich zu verdienen. Und drüben, vom reichen Haus her, strahlten die Lichter und erklang die Musik. Die Sterne blickten über allen Häusern der Reichen und der Armen gleich klar und gleich segensvoll. Das war eigentlich ein schöner Abend, meinte das Talglicht, obwohl die Wachslichter auf ihren silbernen Leuchtern es besser gehabt haben mögen. Das möchte ich gern wissen, ehe ich ausgebrannt bin. Und es dachte an die beiden Gleichglücklichen, die eine von Wachslichtern und die andere von einem Talglicht bestrahlt.